machen wir Radlager bei einem T5. T5-Fahrzeuge haben Kompaktlager vorne sowie hinten verbaut. Zum Ein- und Ausbauen, ohne das zu beschädigen, bräuchte man Spezialwerkzeug. Dieses haben wir hier. In diesem Spezialwerkzeug ist auch eine Anleitung mit dabei, Schritt für Schritt mit Fotos und Hinweisen. Hier sieht man auch, welche Schalen zum Ein- und Ausbauen gedacht sind. So. Wichtig, was ist noch wichtig bei beim Ausbau? Wichtig ist beim Ausbau, dass ihr diesen Sicherungsring einmal mit einem Schraubzieher von innen hier sind so kleine Einkerbungen, mit dem Schraubenzieher gegenhält und dann einmal mit dem Hammer drauf, dass die Spannung hier weg ist. Das heißt, er wird hier gebrochen und dann ist die Spannung hier nicht mehr da. Das heißt, ihr spart euch Kraft und schont das Material aus dem Werkzeugsatz. Hier ist der Sicherungsring. Wir schauen jetzt, wo die Kerbe ist. Und brechen das. Ihr könnt auch ruhig zwei Stellen angreifen, damit ihr auch sicher seid, dass der Ring kaputt oder durchgebrochen ist. Durchtrennt ist so. So, den Sicherungsring, ganz wichtig, ihr müsst ihn so kaputt machen, dass er wirklich gebrochen ist. Das heißt, am besten ihr holt immer ein paar Stück raus, weil es ist sonst so schwer, dass ihr euch auch das Werkzeug kaputt macht und ihr kommt da sonst nicht weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. So, macht das den Achsschenkel komplett sauber. Ihr könnt ruhig da mit dem Hammer drauf haben, so dass die ganzen Rostteilchen abfliegen. Und auch hier seitlich, hier dazwischen auch. Und dann kommt ihr besser an den Sprengring. Ihr müsst so viel entfernen, wie ihr könnt. Umso leichter wird es dann auch euch beim Rausziehen ergehen. Falls ihr mal versucht zu ziehen und das geht nicht, dann probiert und ihr den Sprengring nicht komplett gelöst habt, probiert etwas mehr zu machen. Und was ich euch empfehlen kann, ist 3/4-Knarre. Ohne 3/4-Knarre beim T5 kriegt ihr das nicht ab. So, diese Ausgerbungen sind hier für die Nähte. Man sieht es hier von der Seite. Das sind nur Nähte. Die werden genau da angesetzt und sonst passen die nicht wirklich. Von hier sieht man das zum Beispiel auch. So eine Naht, okay. Vom Gießen halt noch. Okay. So, nachdem ihr die Halbschalen zusammengebaut habt, fixiert ihr die Bolzen. Jetzt kommt die Spindel mit der Druckplatte. Die Spindel immer schön fetten. Jetzt kommt das Drückstück zum Ausbauen. Muss von einer Seite gehen. Nicht das Ding. So. Und da aufpassen, dass der ABS so nicht kaputt geht. Das Drückstück ist so angepasst, dass es genau vorbeilaufen sollte. Das heißt, vom Auspressen immer noch mal drauf achten. Ganz wichtig, 3/4-Knarre, ansonsten habt ihr normalerweise keine Chance. Das war jetzt das Geräusch von dem Ring, was noch übrig geblieben ist, dem Sicherungsring.
Wenn ihr die nicht vorher knackt, werdet ihr große Probleme haben. Geht der nochmal rüber? So schaut das Ganze aus. So, zum Einbauen müsst ihr die Halbschalen montieren. Die sind etwas weniger ausgeschnitten in der Mitte, um den Ring in die Kerbe oder in den Achsschenkel einzupressen. Jetzt beim Einbauen auch auf die Einkerbungen achten. Das Ganze auf Spannung bringen und dann ausrichten. So darauf achten, dass es hier bündig ist, nicht dass ihr das Lager verdrückt oder sprich quer einpresst. Und so schaut das aus, wenn es fertig ist. So, jetzt das Ganze wieder zusammenbauen und fertig ist die Sache.